Schau, es gibt ein neues Buch. Es ist auf Englisch. Oh Mensch, das ist okay. Frau Hutter kann da übersetzen, nicht wahr? Hier, denke ich, so heißt das. Hier kommt die Arktis bei 5 gezählt. Du weißt, was das bedeutet. Immer 5 mehr, nicht wahr? Lass uns schauen, worum geht diese Geschichte. Arktis, wissen wir schon. An einem späten Tag in der Arktis, nicht zu weit von der Küste entfernt, flogen 5 Schneeeulen herbei. Sie sahen einen Hügel, wo kleine Vögel einen schönen Ausblick haben könnten. Entschlossen zu landen, flogen die Eulen noch ein letztes Mal im großen Bogen. Es gab reichlich Platz für alle Tiere, die in diese Richtung flogen. Oh, oh, oh. Die friedliche Ruhe der 5 Eulen wird gestört, als plötzlich 5 Eisbären den Hügel erklimmen gehört. Die Bären fingen an, sich die kalten Pfoten zu lecken und sich die Münder zu reiben. Die Eulen jedoch sprangen beiseite der Gefahr aus dem Weg. Wollen diese Bären am Ende gar bleiben? So fingen die Eule sich an zu fragen, kann der Hügel uns denn alle tragen? Bei 5 gezählt, das sind 5, 10, 5 Eisbären auf 10 Spitzen und 5 Schneeeulen mit langen, runden Krallen. Oder würden sie alle bald fallen? Schon ruhten die Bären mit leisem Gebrumm, doch unsere Eulen, die schauten herum und sahen mit Sorge, dass eine Familie von Hermelinen den Hügel erklettern mit grinsenden Mienen. Mit zuckenden Ohren und fragendem Blick, so schauten sie alle und rückten ein Stück. Würden noch mehr Tiere hier passen? Würden noch mehr sich entscheiden, sich niederzulassen? Bei 5 gezählt, das sind 5, 10, 15. 5 listige Hermeline, 5 Eisbären auf 10 Spitzen und 5 Schneeeulen mit langen, runden Krallen. Würden sie alle bald vom Hügel fallen? Fünfzehn unruhige Tiere, die spürten ein Beben, als 5 große braune Walrosse zur Bergspitze sich begeben. Ein jedes Tier hier rutscht noch einmal zur Seite, damit's grad so passt, des Walrosses Breite. Fünf, 10, 15, 20. 5 dicke Walrosse mit scharfen Stoßzähnen. 5 listige Hermeline, 5 Eisbären auf 10 Spitzen und 5 Schneeeulen mit langen, runden Krallen. Würden sie alle bald vom Hügel fallen? Zwanzig Tiere, die irgendwie passen, sahen 5 Schneehasen ankommen. Sollten sie auch noch auf den Hügel passen? Die Hasen, die froren vom Fuß zu den Ohren. So rückten die Tiere, man glaube es kaum, noch ein bisschen mehr zusammen und schafften ihnen Raum. Also, 5, 10, 15, 20, 25!
5 Schneehasen, die froren. 5 Walrosse ganz dick und braun. 5 Hermeline mit wackelnden Ohren. 5 Eisbären, die aufgeregt schauen. Und 5 Schneeeulen mit langen, runden Krallen. Würden sie bald alle vom Hügel fangen? Die Stimmung gespannt, da kam angerannt 5 Ochsen mit viel Gedränge, schubsten sie in die Enge. Sie stampften mit Hufen, als wollten sie rufen, wir hoffen doch sehr, es kommt niemand mehr. Also, 5, 10, 15, 20, 25. 5 Hasen, die froren, 5 Walrosse ganz dick und braun, 5 Hermeline mit wackelnden Ohren, 5 Eisbären, die aufgeregt schauen und 5 Schneeeulen mit langen, runden Krallen. Würden sie bald alle vom Hügel fallen? Die Hasen hüpften, die Walrosse klatschten, die Hermeline schlüpften den Berg noch gab und die Eisbären quatschten auf ihren Weg hinab. Doch plötzlich, da war sie, die elektrische Kraft, die ein jedes Tier in der Seele verhaft. Die Eulen riefen Huhu, die Ochsen ein Mu. Und der Himmel? Ein Regenbogen erstrahlt. Ein sanfter und kalter Glanz lag über dem Schnee und helle Lichter luden ein zu einem Tanz. Alle Tiere kamen und rückten dichter, den Zauber zu sehen, den man nennt die Nordlichter. Alle schauen die Nordlichter an. Sehr, sehr schön. Wow. Hey, gut gezählt. Was denkst du? Gefällt dir das Buch? Erzähl mir davon.